Hallöchen, hier ist wieder Lana aus ihrem Kreativatelier. Heute habe ich mal etwas andere Kartenform für euch. Vielleicht ist das ja eine Idee für jemanden, denn ich bräuchte eine Karte zu einem besonderen Anlass. Und zwar wird unser Nachbar, der ist, ja, sag ich mal, sozial tätig in der Kirche engagiert er sich und er wird als Diakon eingesegnet. Und ich wollte den als Familie eine Karte basteln. Und zwar habe ich hier so eine Hausform gewählt. Dachte ich, das passt sehr gut, denn offene Türen, offene Herzen sollte man ja haben für andere Menschen als Diakon, für Leute, die in Not sind oder vielleicht einen Beistand brauchen. Also ich werde euch nur die Idee zeigen. Ich habe schon einiges vorbereitet. Wollte ich nur das Ganze kurz festhalten und euch an der Idee teilhaben lassen. Also das ist mein Häuschen. Ich habe das so gemacht, dass man es ganz einfach faltet. Hier wäre genug Platz noch für Wünsche, persönliche Worte zu schreiben. Ohne abzuschneiden, es wird einfach gefalzt und kann man nachher sehr schön aufstellen. Als Deko-Element und gleichzeitig als eine Karte. Wie habe ich das gemacht? Das kann man auf beliebiges Format abändern. Meine Karte oder mein Häuschen ist 10 cm breit. Da kann man beliebiges Maß wählen. Ihr sollt nur beachten, ich habe die komplette Länge von einem A4-Blatt genommen und bei 10 cm einfach abgeschnitten. Als nächstes muss man bei der Hälfte falten, also bei 14,85. Solltet ihr einen 30 cm Bogen haben, dann falzt ihr bei 15 cm, bei 28, bei 14, je nachdem, was ihr halt für einen Bogen habt. Für euer Maß kann man ja anpassen. So, das ist das Erste. Man falzt hier einfach in der Mitte und dann ist das wie eine normale Klappkarte. So, da unsere Karte oder mein Häuschen in dem Fall 10 cm breit ist, messe ich mir die Mitte aus bei 5 cm und markiere mir die. Die gleichen 5 cm werden auch hier an der Seite abgemessen. Rechts wie links, ebenso auf der anderen Seite. Und dann lässt sich mit einem Lineal von der Mitte aus 5 cm. Die Mitte und hier die 5 cm, dann lässt sich sehr schön mit einer Linie sind alle drei Punkte verbunden. Und da kann man so ein Werkzeug nehmen, ein Kugelwerkzeug, eine Häkelnadel und dann auf etwas weicheren Unterlage, wie zum Beispiel Mauspad oder ein Karton, der leicht nachgibt und dann einfach durch die drei Punkte eine Falzlinie ziehen. Ebenfalls auch auf der anderen Seite werden die drei Punkte verbunden und eine Falzlinie gezogen. Das ist alles. Also wichtig ist, einmal auf die Hälfte falten, dann die Hälfte, die Mitte der Karte. Sollte die Karte 12 cm breit sein. Dann ist die Mitte 6, dann muss man auch an der Seite 6 cm abmessen und dann die Punkte miteinander verbinden. Ich hoffe, dass ihr das so nachvollziehen könnt. Jetzt wird diese Falze, man kann ja auch einfach in die andere Richtung falten, dann ist die Falze schon in die richtige Richtung gelenkt und dann wird es einfach in der Mitte zusammengelegt. Und dann entsteht so ein Häuschen. Mal eine ganz andere Variante. Ich habe mir passend in den Farben schon ein bisschen gesprenkelt, so einen hellen und dunkleren Grün, denn ich möchte gerne, da es um offene Herzen geht, um offene Türen des Hauses, habe ich natürlich auch ein Herz gewählt. Ein Kreis fände ich auch ganz hübsch. Habe ich erstmal das Kreis überlegt mit einer auch eine hübschen Ranke
Da gibt es ja ganz viele, wie zum Beispiel bei Action finde ich, da gibt es solche Ranken, die finde ich auch ganz hübsch. Die kann man schön rund legen, dann wäre es sehr schön, auch romantisch, vielleicht sogar auch zur Hochzeit, wenn man es ganz zart und hell lässt. Aber in meinem Fall wollte ich ein Herz benutzen. Das habe ich mir auch mit einer Ranke, die habe ich schon festgeklebt, Gottes Segen aufgestempelt. Ihr müsst schauen, was ihr da habt. Die Karte kann man ja zum beliebigen Anlass abwandeln, vielleicht zum Umzug oder zum Einzug jemanden verschenken. Das ist meine Idee. Das möchte ich gleich hier aufbringen auf 3D-Abstandshalter, damit es noch ein bisschen hervorsteht. Ich fand das hier aber, dass da noch etwas fehlt. Da habe ich passend zu dem Herz. Das ist nämlich so eine Stanze, die ich von Stampin' Up! Habe. Aber ihr könnt ja abwandeln. Man kann auch nur das Herz nehmen. Ich habe mir überlegt, dahinter noch eine passende Farbe sein Herz zu hinterlegen. Das klebe ich dann gleich schon mal auf. Als erstes diese Ranke. Ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen. Natürlich ist das keine Ranke. So, ich klebe es einfach mittig auf und das andere Herz positioniere ich dann einfach in diesen Herzrahmen. Damit es besser anziehen kann, beschwere ich es kurz und lasse es anziehen. In der Zwischenzeit pulle ich mir meine Trägerfolie ab. So, meine Trägerfolie ist jetzt ab. Dann positioniere ich mein Herz in meinen Rahmen. So hübsch in 3D, dann steht es so hübsch hervor und schon ist die Karte eigentlich fast komplett. Ich möchte einen kleinen Farbtupfer anbringen. Da habe ich mir einen Schmetterling ausgestanzt. Dann forme ich mir meinen Schmetterling noch etwas. Ich habe mir den Schmetterling zweimal ausgestanzt. Einmal in Weiß und einmal im Vellum. Und wenn ich Flügelchen über mein Falzbein ziehe, dann formen sie sich und rollen so hübsch. Da kommt mein Schmetterling hin. Ich möchte darunter noch eine kleine Schleife aufsetzen aus Nylongarn, dann lockert das Ganze noch etwas auf. Und ich möchte Gottes Segen zur Segnung noch einmal. Diesen Spruch habe ich aus einem Set von Kreativdepot zur Segnung. So, dann sitzt der Spruch schon mal. Jetzt kommt mein Schmetterling. Da nehme ich mir ganz einfach einen Klebepunkt. Da habe ich leider eine Schleife etwas gezogen. Die ist bei mir etwas aufgegangen. So, kleben wir mal ganz einfach die Schleife fest. Jetzt kommt nur noch der Schmetterling.
Ich glaube, ich setze den auch ganz einfach mit einem Klebepunkt fest. Eine recht einfache, simple Karte, die wollte ich extra recht hell gestalten, ohne viel hin und her, ohne Designerpapier, ganz schnell und zügig ist die Karte fertig. So, am besten bringen wir noch ein paar Steinchen auf. So, ein paar Glitzis und Pailletten sind noch drauf gekommen, der Schmetterling hat noch einen Kopf bekommen und somit ist meine Karte fertig. Ich hoffe, meine Idee gefällt euch. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen und beim Nachbasteln. Bis dahin!